Und nun wieder Maria Petrova, die junge Bulgarin, von der Cheftrainerin Nesca Rabeva hofft, dass sie natürlich wieder eingreifen kann in den Kampf um den ersten Platz, sowohl bei den Europameisterschaften als auch bei den Olympischen Spielen. Die jahrelange Vorherrschaft der bulgarischen Gymnastinnen ist ja seit einiger Zeit vorbei. Sehr schöne Übung von Maria Petrova aus Bulgarien, die ja im vergangenen Jahr beim internationalen DDB-Pokal in Karlsruhe schon dieses Finale mit den Keulen gewinnen konnte. Da hat sich wohl das Trikot hinten geöffnet oder ist das so geschnitten? Kann sein, dass da ein Knopf oben abgekommen ist. Ist nicht, das ist nicht dramatisch. Nein. Ansonsten gibt es ja Abzug, denn die Anzüge sind reglementiert. Also die Schulterblätter dürfen nicht zu sehen sein. Wenn die zu sehen wären, dann würde die Gymnastin Abzug bekommen. Ja, und sie dürfen auch nicht so hochgeschnitten sein, ja, die Anzüge. Genau. Und keine Spaghetti-Träger. Also das ist alles ganz reglementiert. 9,75, ja. Damit ist Maria Petrova klar in Führung.